Der Bundestagspräsident hat vorgeschlagen, dass in Zukunft der dienstälteste Abgeordnete als Alterspräsident den Deutschen Bundestag eröffnet und die erste Sitzung bis zur Wahl des Präsidenten leitet. Wir haben heute in der Koalitionsrunde uns darauf verständigt, diesen Vorschlag zu unterstützen, sodass wir in der nächsten Sitzungswoche einen entsprechenden Änderungsantrag für die Geschäftsordnung einbringen. Wir halten dies auf dem Hintergrund, dass man eine gewisse Erfahrung braucht, um eine so große Versammlung wie den Deutschen Bundestag auch führen zu können für eine richtige Entscheidung. Wir haben den Koalitionsausschuss und wir wollen in diesem Koalitionsausschuss und in dieser Koalition in der Regierungsarbeit weiter erfolgreich sein. Wir haben uns gerade heute darauf verständigt, dass wir die Reform der Ausbildung der Pflegeberufe jetzt voranbringen, indem wir die Ausbildung von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern durchführen, die dann als Pflegekräfte auch in der Altenpflege einsetzbar sind. Parallel dazu wird es die selbstständige Kinderkrankenpflegeausbildung geben und die Altenpflegeausbildung, wo nach 2 Jahren die Altenpflegeschülerinnen und Schüler entscheiden können, ob sie die Spezialisierung Altenpflege machen wollen oder ob sie in die Krankenpflege wechseln wollen. Also wir haben auch weiterhin die differenzierte Ausbildung. Im Koalitionsausschuss werden wir verlangen, dass wir noch erfolgreicher werden bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Wir wollen da die Instrumente schärfen, um der Polizei und auch den Ermittlungsbehörden mehr Möglichkeiten zu geben. Und das heißt, dass grundsätzlich der Wohnungseinbruch mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr versehen werden muss. Dies bedeutet dann zugleich, dass damit auch die Telekommunikationsüberwachung eingeführt werden kann und dass diese Delikte nicht eingestellt werden können. So nach dem Motto, wie mir ein Bürger erzählt hat in meiner Sprechstunde, am Morgen hat er den Wohnungseinbruchsdiebstahl gemeldet, am Abend die Einstellungsverfügung bekommen. Diese Dinge werden nicht mehr möglich sein.